So, Jalan hatte Nee, das ist aber kein. Quatsch, was ich jetzt gewürfelt habe. Dann ich habe keinen Erfolg. Ich habe nur die Jalan hat Erschwernis keinen nicht Erfolg, eingetragen. genau, richtig. Sinchev misslungen, Sinchev misslungen. Dann kann Brindigian nicht die Flaggen erkennen, nicht die Fahnen, aber was dir jetzt auffällt, dass über euch ein Vogel kreist. Ja, Brindisi konzentriert sich erstmal eine ganze Weile auf die Schiffe am Horizont. Und ja, wenn er sich wieder umdrehen will und ja, dann ja, im Prinzip schlechte Nachrichten bringen will, dass er nicht sieht, ja, schweift sein Blick ab nach oben und ja, bleibt erstmal dem Vogel hängen. Was ist das für ein Vogel? Sagt er mir was, oder? Das wird wohl sowas wie ein Falke sein. Ein Greifvogel. Also keine Möwe oder so. Und dadurch, dass ihr auch nicht in Landnähe seid, so weit nach draußen verirren sich keine Möwen. Das ist ja ein Greifvogel. Genau, auf jeden Fall einer, der hier nichts zu suchen hätte. Nein, eigentlich nicht. Gerade nicht bei der Ja. Kälte. Ich kann jetzt erkennen, Jalan, aber sieh mal dort oben. Was ist denn da? Ist das ein Falke? Ich glaube, ein Falke. Das kann kein. Ich weiß Okuris nicht. Boten. Okuris Bote. Das ist ein gutes Zeichen. Hier draußen gibt es keine Vögel. Möwen vielleicht, aber selbst dafür sind wir noch zu weit draußen. Und dann wird er wohl von den Schiffen da kommen, nicht wahr? Ein Falke von den Schiffen? Nun, vielleicht. Nun. Nun, solange ihr keinen in der Tasche hattet, der jetzt gerade sich befreit hat, weiß ich nicht, wo er sonst her sein sollte. Ich wüsste nicht, warum sie einen Falken mitnehmen sollten. Vielleicht ist es ja. Nun, du weißt ja, ich könnte sowas vielleicht auch tun, dorthin überfliegen. Vielleicht ist es ein Magier. Könnt ihr das erkennen? Von hier aus meine Da. ich. Auf die Distanz leider nicht, nein. Dazu muss er schon vor mir stehen. Nun gut, haltet doch vielleicht mal ein Auge drauf. Fiona! Ja? Lasst Gefechtsbereitschaft herstellen, nur für den Fall. Und dass Ihr habt's gehört. niemand. Und dass niemand lockere Finger an der Lunte kriegt. Haben sie nicht, haben wir geübt. Also, was wir trainiert haben. Du dahin, du dahin, du dahin. Ja, okay, Gefechtsrollen perfekt. Toll. bilden! Die Männer laufen los. Und die Frauen. Sehen die so aus, als würden die einigermaßen das machen, was ich ihnen gezeigt habe? Ja, also du hast jetzt Okay. ganz lange mit denen trainiert und dafür, dass du jetzt so mit denen trainiert hast, das sieht schon ganz ordentlich aus. Also dir rollen so ein bisschen die Augen, weil du kriegst das natürlich alles schneller hin und du kannst auch schneller kurbeln, weil du bist halt viel stärker als alle anderen, aber naja gut. Aber es geht ja darum, dass sie sich jetzt einfach mal verteidigen können und das Richtig, machen sie richtig, daher. Also richtig, ich meine, genau. alles Also du gut. weißt wie gesagt nicht, was das genau für Schiffe sind, dafür ist es dann noch zu weit entfernt und Brindijan kann auch nichts erkennen, aber zumindest ja, das Ja, zumindest klappt. Waffen laden und so weiter. Richtig. Ja. Ungefähr eine Stunde später könnt ihr die Schiffe erkennen. Es handelt sich dabei um 10 Segel, A4 Schiffe. Und eine Schivone ist dabei, zwei Holken, ich sag jetzt einfach mal, Evadaios hat genug Seefahrt, und eine Kogge. Und dann könnt ihr zumindest erkennen, dass das Wappen rot ist. Rot-weiß. Aber das Tier darauf könnt ihr nicht erkennen. Heraldik würde ich gerne würfeln. Ja, Rot-weiße Waffe. erleichtert um 3 für dich. Okay, schmeiß mir erstmal, gucken wir dann. Trotzdem nicht geschafft. Gar nicht so gut. Ja, 10, 10, 10 als Eigenschaften. Ja, Lon, ich muss dir sagen, die Eiche, das Laufen über dem Wasser hat sie viel Kraft gekostet. Sie ist jetzt nicht in der Lage, um zumindest so wie eine Eiche das in der Regel tut, zu kämpfen. Vielleicht sollten wir versuchen, nun, wissen wir, wer es ist, einen Noch diplomatischen Weg zu wählen. nicht. Ich. Es könnte eine Blockade sein, aber wenn, dann wohl eine von Bornland aus und nicht von Xeran. Wir laufen ja oder können ja relativ schnell laufen, nicht wahr? Viel schneller, als diese Segelschiffe dort wenden könnten. Puh, prinzipiell ja, aber mit dem Unwasser, was gerade wieder ins Schiff pumpt, nicht weit, schätze ich. Aber naja, wir könnten erst einmal Distanz zwischen uns bringen, sollte es notwendig werden. Und dann würde ich sagen, wenn sie das Feuer eröffnen, laufen wir einfach weiter. Lassen uns gar nicht erst auf irgendwelche langgezogenen Spielchen ein, sondern sehen zu, dass wir hier fortkommen. Hat Ragnar sich um die Flaggen gekümmert, dass wir ihnen signalisieren und mit ihnen
in Verbindung treten? Wir haben zumindest die Flaggen. Ragnar sagte irgendwas von Lubdil und ist unter Deck verschwunden. Mit Lubdil. Puh, wer kennt sich denn hier noch mit Flaggen aus? Ich habe gerade gerne den Matrosen erstmal hochgeschickt, dass er uns die Dämonenkrone darunter holt. Gut. Ja, dann gibt es schon Befehle? Ein lautes Schreien und dann klatscht Gernot auf. Ja, auf das Zentraldeck, genauso wie es Fiona vor ein paar Stunden tat. So. Kümmert sich jemand um diesen Mann? Fiona! Ist mir egal wie, aber seht zu, dass diese Flagge da oben runterkommt, und wenn ihr schießen müsst. Vielleicht anderes zu tun. Man soll jetzt angreifen. Zum Beispiel? Sollen wir jetzt angreifen oder nicht? Kommen wir näher. Nein, haltet euer Feuer, bis wir beschossen werden. Wir sollen einfach nichts tun? Ist das euer Ernst? Ja, das ist mein Ernst. Wir sind hier nicht im Tor, weil wir schießen nicht auf alles, was grob mittelreichisch aussieht. Holt mal jemand Faruk! Ja, er ist schwer verletzt! Ihm geht's nicht gut, seine Lunge kollabiert! Er hustet Blut! Ja, zwei, drei Matrosen tragen dann den blutenden, schmierigen Örnen mit, Brustkorb so ein bisschen eingedrückt, tragen sie nach unten. Ugdan! Signora! Kletter mal da hoch und hol die Fahne runter! Signora, das Ding ist verflucht! Ich werde mich drum kümmern, Fiona. Ich kümmere mich drum. Maldito! Ja. Estoy bien! Er läuft runter. Yo soy maldito! Wie läuft runter? Wo läuft er denn hin? Läuft weg. Bringt schnell Örnen weg, weil... Weil eben, damit er nicht wieder irgendwie hingeschickt wurde, das halt verstehe. Ja. Dann gehe ich zu meinen Leuten und versuche denen gut zu reden, dass sie nicht einfach schießen und sage ihnen halt auch, wir müssen auf Befehle warten. Darf ich meine Kriegskunst würfeln, ob ich das für klug halte, einfach zu warten? Würfel meinetwegen gerne eine Kriegskunst. Euer Schiff ist aktuell unbeweglich, das ist dir klar. Du weißt nicht genau warum, aber das Pumpen des Unwassers kannst du auch spüren. Das läuft dann durch das ganze Schiff. No. Gut, keine Ahnung. Nicht, wie man sich da so genau verhält. Unbewegtes Ding, Objekt auf dem Wasser. Da ist auf alle Fälle gerade nicht so viel zu tun. Die Leute sind irgendwie an den Rotzen und an den Harpunalen. Wird schon passen. Jo, ich warte das erstmal ab. Zieh mir mal den Wappenrock aus, sodass ich dann im Grunde nur blankes Metall trage. Also oben unten drunter habe ich natürlich was. Setz mir meinen Hut auf. Stell mich ganz vorne an den Bug, damit man mich sieht. Hoffe mal, dass sie uns das davon überzeugt, dass wir nicht die bösen Paktierer sind. Und was hast du denn jetzt ausgezogen? Den blauen schwarz-turbischen Wappenrock. Gut, den schwarz-turbischen Wappenrock ausgezogen und jetzt steht eine einzelne Person in blanker Rüstung dort vor. Ich wink mal mit dem Hut. Willst du von mir irgendwie eine Kletterprobe oder sowas? Nee, du hast auf der Innenseite eine Treppe, da kannst du einfach hochrennen. Und das dauert natürlich ein bisschen, aber wenn du dann die zwei, drei Stockwerke nach oben gerannt bist, kannst du dann auch vor oder über in, unter der Fahne stehen. Das ist eine Dämonenkrone, die dort angebracht ist und auch du darfst eine Selbstbeherrschungsprobe schmeißen. Denn auch das Ding wirkt ebenso auf dich. Wie war die erschwert? Ich muss gerade gucken. Aberglaube auf alle Fälle um 4. Und wenn du noch irgendwelche anderen Nachteile hast, die da reinspielen. Aberglaube reicht ja schon mal. Was hast du noch? Also ich habe Aberglaube 5 und dann nochmal 4, ne? Ja. Dann möchte ich mein Chili benutzen, um die 15 nochmal zu würfeln. Das reicht aber auch nicht. Reicht auch nicht. 7 Meter. Also ich mache jetzt eine Körperbeherrschung. Die übrigen genau, Punkte da. Körperbeherrschung erschwert um 7. Oh, großartig. Da
dann kriegst du jetzt 7W6 minus 7. Denn auch du stürzt nach hinten. Kannst noch sehen, wie wohl eine große Eule sich gerade daneben liedern lässt. Gar nicht so viel. Was macht ihr denn da? Bring mal jemand in der Ferdi. Holt mal jemand Faruk. Wir brauchen einen Heiler. Wo ist Faruk? Brindisi ist auch irgendwie gerade im Unterdeck. Ich hole ihn. Brindisi verschwindet nach unten. Wo ist denn Jalan hingerannt? An den Bogen. Nach vorne. Achso, nach vorne. Wie ich gesagt habe. Dann, ist hier eigentlich keiner? Ja, Jasper, der Wandler, tritt mal nach draußen vor die Tür, war wohl gerade im Kartenraum und schaut so ein bisschen mit Genugtuung, wie gerade Ephadaios von dem einen oder anderen dann nach unten gebracht wird. Stellt sich so irgendwie ein bisschen in die Nähe von Fiona. Wer stellt sich in meine Nähe? Jasper, der Wandler, der Magier. Ach, Jasper, ja. Er schaut nach oben so zur Fahne und nickt so. Ihr seid doch ein Magus, könnt ihr nichts machen? Nun, selbstverständlich könnte ich etwas machen. Aber bisher wurde ich nicht. Ich wurde bisher darum nicht gebeten. Ich bitte euch darum, macht das! Also, ihr bittet mich darum? Ja. Nun, was genau soll es denn sein? Diese Fahne zu entfernen? Die soll weg, dieses verdammte Ding hat schon mehrere Leute fast das Leben gekostet. So auch euch, oder? Ja. Yeah. Ich komme irgendwann. Übertreib es nicht, Magus. Er lächelt leicht, verbeugt sich gönnerisch vor dir. Ich werde irgendwann auf diesen Gefallen wieder zurückkommen. Erinnert mich. Das ist kein Gefalle. Erinnert mich doch daran, wenn es soweit ist. Und er deutet mit seiner Hand auf die Flagge mit zwei Händen und schreit dann einmal Ignifaxios. Ein Flammstrahl bricht aus seiner Hand und nach einigen Augenblicken fängt die Flagge, die Borberatskrone, leuchtend an zu... Ja, erst brennt sie ganz normal, aber ihr könnt auch sehen, wie da wohl leicht bläuliche Flammen nach oben zucken und das unmagisch, in den Himmel leuchtet. Mittlerweile ist es dunkel, immer noch fällt Schnee. Diesen Gefallen könnt ihr euch beim Captain zurückholen. Ihr habt mich darum gebeten. Und beim Kapitän habe ich bereits eine offene Rechnung, möchte ich so sagen. Ich sammle überall Gefallen. Ich kenne das sonst noch von den Leuten aus dem Süden, aber naja. So, dann machen wir uns doch mal bereit auf die andere Besatzung. Hm. Jalan, ein Schwan. Was fällt dir zu einem Schwan ein? Schwan. Seefirn. Ja, und auf einem heraldischen Symbol, auf Rot und Weiß? Och Gottchen, ich bin dann leider nicht so up to date. Es ist nicht Festung, glaube ich. Es ist Festung. Es ist Festung? Es ist Festung. Ja, sie kommen näher und näher. Mittlerweile lösen sie ihre Formation etwas. Sie haben, also die Schelvone fuhr ehemals vorne, die Holken leicht versetzt, um die Kogge zu, in ihre Mitte zu nehmen. Und diese Formation löst sich jetzt auf, sodass sie an euch heranfahren. Mittlerweile sind sie auch relativ gut zu entdecken. Und sie drehen euch jetzt die volle Breitseite zu. Ja, ungefähr Entfernung, würfel mal eine Orientierungsprobe. Das kann ich. Das kannst du. Das kann ich. Oh, wie ich das kann. Abschätzung ist natürlich alles ein bisschen schwer auf offenem Wasser, aber das ist noch nicht ganz in Geschützreichweite, aber wenn ihr euch jetzt bewegt nach vorne und die angreift, dann bekommt ihr die Breitseite von 4 Schiffen direkt ins Gesicht. Möchtest du mir kurz sagen, wie weit das in Metern ist? Oder in 100 Metern? In 100 Metern? 7. Ja. Also eure Geschütze schießen auf 500 und die sind jetzt auf 700. Ja, dann hören sie mich vermutlich nicht, wenn ich ganz laut rufe. Captain Befehle! Das ist jetzt auch nicht... Also ich hab dir... du bist schon so lange dabei, du weißt, wie man mit Schiffen kommuniziert. Ach, ich bin so doof. Ja, natürlich. Ich entsinne mich da wieder darauf, dass ich ja der Captain bin. Komm zurück. So, alle Mann zugehört. Niemand schießt, niemand macht irgendwas Unvorbereitetes. Uktan! Wo ist Uktan? Ja. Der ist unter Deck gerannt. Nächster Matrose, ich sehe. Der kümmert sich um seine Mannschaft. Hol die Fahnen, wir müssen mit denen reden.
Du da, hol die Fahnen! Ich hol die Fahnen. Wo sind die hier? Wo sind denn die? Sind die unter Deck? Ich hab die doch letztes Mal gesehen, oder nicht? Ja. Waren die nicht in dem Bugdings da? Die sind bei den Offizieren. Ja, bei den Offizieren, los jetzt! Jawohl, ich laufe los. Ja, renne die Treppe nach oben. In die Richtung von Xyleste und Piranian. Es dauert. Ja, bis dato trotzdem Leute beruhigen. Ungefähr 2 Minuten später kommt der Matrose mit einer großen Kiste in der Hand nach unten gestürzt. Das ist die Myria ehemals genommen hatte. Ich muss Myria gerade mal aufs Oberdeck ziehen, beziehungsweise die schläft gerade irgendwo. Und ja, du hast dann eine ganze große Kiste mit Flaggensignalen in der Hand. Gut, Fiona, packt mal an, wir bringen die nach vorne und dann wedeln wir mal ein wenig. Dann wedeln wir mal ein wenig. Dann wird die nach vorne gebracht und erstmal ausgepackt. Was ist für nicht schießen? Ach ja, hier. Dann wird vermutlich irgendwie Feuer einstellen gegeben, wenn das ein gängiges Signal ist. Ihr wart doch schon mal auf dem Schiff, oder? Ja. Guck dich ziemlich zweifelnd an. Moment, ich würfel einfach mal Seefahrt und dann sehen wir weiter. So, gebt mir das da drüben, die wir dann Feuer einstellen. Das ist nah genug dran. Wedelt die erstmal. Bin ich euer Bimbo? Wedelt die doch selber. Himmels Willen, ich kann kaum die Arme. Ja, nimm her. Dann wird gewedelt. Dann von dem armen kranken Mann. Ja, normalerweise würde man die ja irgendwo hochziehen am Flaggenmast, aber ihr habt, na gut, einen Flaggenmast, der ist jetzt gerade wieder frei geworden. Nein, ich schicke heute niemanden hoch. Eigentlich für. Ja, gut, ist egal. Du stellst dich dahin mit einer Flagge, was willst du sagen? Feuer einstellen, beziehungsweise Feuer halten. Ja, okay. Es passiert erstmal nichts. Ist gut. Dann, es gibt vermutlich kein internationales Standardsignal für wir sind keine Paktierer. Ich lasse Hissen nicht Xeran. Okay, wie willst du das denn machen? Naja, nicht und dahinter dann die Scheiße vorne mit der Dämonenkrone drauf. Kacke. Nicht Piraten wird's geben. Also du hast eine Piratenflagge, die wirst du bekommen. Okay. Und es gibt auch eine Flagge zum Negieren vermutlich. Die wird davor gesetzt. Würfel mal ein Plus oder Minus. Komm, jetzt willst du mich auch mal. Also die Piratenflagge, der Skulptur, die auch ganz schön fragend an. Ist der durchgekommen? Weil bei mir habe ich eine Plus. Ich hab keinen. Ja, das kannst du nochmal. Das ist leider schade. Jetzt da aber. Hast du ein Glück. Alles klar. Ja, dann kannst du da auch eine negierende Piratenflagge finden. Die werden dich hoffentlich verstehen. Gut, ich warte erstmal, ob eine Antwort kommt. Aktuell noch nicht. Es wird noch ein bisschen gefädelt. Ich habe Zeit. Mhm. Ja, du kannst sehen, wie die. Da, wo man normalerweise aus dem Unterdeck feuern kann, das ganze Konzept kennst du auch schon von den Piraten, die damals sehr schieflagig hingen, die hätten das dann ja vom Unterdeck aufgezogen, ihr habt das alles oben aufgebaut, beziehungsweise aus den Astlöchern könnte man auch nochmal schießen, aber diese werden dann wieder verschlossen. Das ist zumindest schon mal ein gutes Zeichen. Ja, ich deute auch irgendwie, wenn ich zwischendrin eine Hand frei habe, mal auf die brennende Dämonenflagge oben. Wenn die denn noch brennt. Ja, Fiona, was sagen wir denn jetzt? Tja, ihr seid doch der Captain. Nicht sehr hilfreich. Wenn ihr nur Blödsinn erzählen wollt, geht wieder. Auf der anderen Seite wird jetzt gerade eine Flagge, beziehungsweise das erste Signal gegeben, Kommunikation aufnehmen. Die wollen kommunizieren mit uns. Ihr sollt euch genau überlegen, was wir sagen. Und ihr sollt ihnen glaubhaft versichern können, was unsere Absichten sind. Naja, ich meine, wir kommunizieren doch schon mit denen, oder wollen die mit uns reden? Ja. Offensichtlich wollen sie richtig mit uns reden, denn Nicht-Piraten ist, glaube ich, kein Zeichen, was ihnen viel über uns aussagt. Ebenso wie unsere Flagge da oben, die gerade brennt. Gut, ich hole mir 2 Söldner herbei, die sollen hier Wache stehen und die Positivflagge wedeln und sammeln unsere Leute zusammen. Männer, Frauen, Fiona, wir sollten ein Ruderboot nehmen.
Ihr seid sicher, wir sollten uns der Gefahr eingeben, dass wir einen. Ich meine, sollten wir sie nicht vielleicht einfach. Natürlich, der Götterfürchtige hat nichts zu befürchten. Aha. Wir sollten vielleicht etwa Dagas hier lassen, falls jemand. Und ihr meint nicht, dass sie vielleicht überreagieren und uns einfach niederschießen könnten, weil wir, naja, auf einer Dämonenarche unterwegs sind und sie vielleicht nur darauf warten, dass wir in einem kleinen Beiboot sitzen? Naja, sie haben uns noch nicht in winzig kleine Holzsplitter zerschossen. Wahrscheinlich, weil sie nicht wissen, ob sie das könnten. Seit es hier erst keine Falle ist. Was sollen wir machen? Sollen wir denen sagen, schick doch ein Boot, das machen die garantiert nicht. Tja. Du hast noch eine Flagge, die gerade in dein Blickfeld fällt, direkt unten auf dem in der Kiste. Ja, gelb, blau, gelb. Normalerweise das Zeichen für D, also Buchstaben. Aber auch zum Einflaggen halten sie sich frei von mir. Ich bin manövrierunfähig. Ja, okay. Können wir denen natürlich sagen. Genau, sagen wir ihnen noch, dass wir schwach sind. Ja, tun wir das. Das wird sie in Zugzwang bringen. Sie wissen ja noch nicht, dass wir Boote haben. Gut, sagen wir ihnen erstmal, dass wir nicht manövrieren können. Da wissen sie doch erst recht, dass sie uns überlegen sind. Ist das eine gute Idee? Die haben uns so oder so im Sack. Naja, kommt drauf an, was sie über die Monarchie wissen. Vermutlich weniger als wir. Das wissen die aber nicht. Habt ihr eine bessere Idee? Die sollen zu uns kommen. Gut. Oder wir treffen uns auf der Mitte, dass sie ein Boot runter und wir machen noch eins. Gut. Flaggen wir also Beiboote. Ja. Wenn es dafür eine Fahne gibt. Bestimmt. Gut, flaggen wir Beiboote, lassen eins von unseren zu Wasser und warten, dass die auch ausrudern. Ja. Gut, euer Gnaden, hört ihr mich? Ja, Alphardaros kommt auf seinem zweizackigen Effertbad die Treppe hochkrumpelt. Ich höre euch, Alan. Da unten wart ihr, was habt ihr denn da gemacht? Ich bin gestürzt beim Versuch, die Dämonenkronenflagge runterzuholen. Wurde es gerade verbunden. Schau mal Fiona vorwurfsvoll an. Ich zucke mir den Schultern, ich bin letztes Mal auch gestürzt. Was guckt ihr denn so? Ich habe letztes Mal, so wie ich hörte, mein Leben dabei verloren. Guckt jemand anders so an. Wie ist der aktuelle Status? Sie haben das Feuer nicht eröffnet. Das ist schon mal gut. Sie wollen mit uns reden, nicht? Wir haben jetzt gerade Beiboote, also denen gesagt, die sollen ein Beiboot zu Wasser lassen und werden jetzt selbiges tun und uns in der Mitte hoffentlich treffen. Pyrindigian kommt wieder mit dem Heiler Faruk nach oben. Was macht ihr denn hier? Guckt so ein bisschen enttäuscht zu euch. Warum kommen hier ständig Verletzte nach unten? Das Schiff ist tückisch. Jedenfalls, euer Gnaden, wollt ihr mitkommen oder lieber das Schiff unter Kontrolle halten und hierbleiben? Ich meine, ihr, der aus erster Hand darüber berichten könntet, solltet vielleicht mitkommen. Das stimmt. Können wir das Beiboot überhaupt steuern, wenn er nicht dabei ist? Das ist ein ganz normales Ruderboot. Das gehört zu diesem verfluchten Ding. Rudern lernt ihr in Torwald doch noch, oder? Ihr könnt nicht rudern, Mann. Ich zeig's euch. Ich kann rudern. Na gut, dann zeigt doch mal. Wahrscheinlich besser als ihr. So, Vanaios, Fiona, Brindigian, Ritter Jagold. Wir machen uns auf den Weg. Ich werde selbstverständlich in eurer Abwesenheit direkt auf das Schiff aufpassen. Ihr werdet es gut erhalten wiederbekommen. Sag ich ja. Seid ihr sicher, wir sollten alle gehen? Ja, das hat's gerade eben gesagt, dass auf das Schiff aufpasst. Jasper. Jasper, der war ja. Ach, Jasper, ich dachte, das hätte der Ritter Jagold gesagt. Nein, der soll doch mitkommen. Dem habe ich mitgeteilt, dass wir gehen und er auf das Schiff aufpassen soll. Sollte nicht einer von uns hier bleiben? Dann hat das Jasper trotzdem gesagt. Nein, Ritter Jagold hat das schon. Keine Sorge, Ragnar wird aufpassen. Jasper, sollte irgendetwas geschehen, sprecht ihn an. Er wird wissen, was zu tun ist. Natürlich, der Schiffskoch. Sollte irgendetwas geschehen, setzt den Magier fest. Sollte irgendwas geschehen, dann schießt, wie ich es euch gezeigt habe. Jawohl. Hast du gehört, Ugdan? Si, Signora. Gut. Ohne Umschweife geht's dann los.
Ich beauftrage noch irgendjemand, dass er Wagner in Kenntnis setzt. Genau, dass er jetzt auf das Schiff aufpassen muss. Ja, das soll so wohl geschehen. Myria schläft, dann macht das die Knappin von Jagold. Frieda, vom Blütenfeld. Wir lassen so ein kleines Bötchen zu Wasser. Ja, stell sich schön hinten drauf. So, Fiona, dann ruder mal. Ja, ich fange an zu rudern, schau Jalen an. Wenn das hier vorbei ist, ja, dann werden wir zwar uns woanders wiedersehen, wenn ihr so weitermacht. Vermutlich. Ich kann euren Frust gerne auslassen, wenn ich wieder genesen bin, aber nicht jetzt. Ja, okay, mir geht's besser. Brindijan kommt auch mit, ja. Dann gewöhnt euch einfach einen anderen Ton an. Er ist immer noch Kapitän, Fräulein Svanert hier. Vergesst das bitte nicht. Das Wort des Kapitäns ist höher als das der weltlichen Herrscher. Zumindest an Deck seines Schiffes. Ja, yeah, darüber lässt sich streiten. Ich weiß ja nicht, wie ihr Torvaler das handhabt, aber hier ist das so. Und bei uns wird der stärkste Kapitän. In Torvalern muss man den glauben. Und soweit ich es verstanden habe, hat er den Kapitän nicht mal besiegt, sondern seine Knappe. Wollt ihr ihm den Rang als Kapitän streitig machen? Ich will ihm gar nicht streitig machen, aber im Moment sehe ich uns ziemlich gleichgestellt. Euch wie auch ihn. Ruhe jetzt, alle beide. Wir klären das, wenn wir in Festum sind. Nicht die auf offener See. Boote fahren Probe, um kompetent zu wirken. 4 Stück brauche ich. Also von 4 verschiedenen Leuten. Ich kann Boote fahren. Ich habe das Talent nicht. Dann kannst du auf Seefahrt ableiten. Ich kann nicht nur Boote fahren. Yeah. Ich bin der beste Bootsfahrer hier im Leben. Ja, dann, ja, du siehst, dass Prodigion das nicht kann. Oh, rollst mit den Augen. Soll er sich. Ja, Moment. Um 5 ableiten? 5 ableiten, ja, genau. Alles klar. Versuch's. Oh, na, bitte. Ja, überhaupt gar kein Problem ist das. Alle geklappt. Ja, okay. Dann kommt ihr ohne Probleme rüber auf die andere Seite. Nach ungefähr, wie gesagt, 700 Meter müsst ihr machen. Nach ungefähr der Hälfte könnt ihr sehen, wie sich eine Eule erhebt. Und zwar von eurer Gezeitenspinne und zurück auf eines der Schiffe. Das ist wohl das größte, die Schivone. Fliegt. Ihr könnt jetzt auch die Namen ausmachen. Die Harmatris, eine Holke. Die Admiralen der Meere. Die Hammerhai und die Feuer-Efforts. Ja, das ist doch ein schöner Name. Moment. Willst du nochmal einen Chat posten? Ja, Moment. Kann ich machen. Sie sind aber auch auf der topischen See, also auf der Karte sind sie jetzt aufgedeckt. Ah, ich kann sie nochmal blau machen. Dann sieht man sie nämlich noch schöner. Marineblau. Da kannst du dir da die Namen holen fürs Protokoll. Okay, perfekt, danke. Ja, ihr kommt auf die Schivone zu und sie wird größer und größer. Kann natürlich eurer Gezeitenspinne nicht das Wasser reichen. Sie ist nur 40 und nicht 60 Meter lang. Aber für ein, für menschliche Dimensionen, sage ich einfach mal, es ist ein stattliches Kriegsschiff. Die Aufbauten, die Seesöldner, die Männer sind bewaffnet. Und wenn ihr weiter auf die zurudert, ja, da kann man richtig Angst bekommen, aber zum Glück seid ihr göttertreue Menschen und zum Glück habt ihr überhaupt nichts zu befürchten. Bekamen wir einen geschützstarrende Dämonenleiche hinter uns. Ja, wenn ihr noch 50 Meter zu dieser Schivone habt, dann richten sich ungefähr, ihr seid euch nicht ganz sicher, 200 Geschütze auf euch, also jetzt nicht die großen Rotzen, sondern dann sowas wie Ballisten, nicht Ballisten, wie heißen die kleinen? Ballestrinas, aber ja, richtig, genau, in der Größenordnung. Also das wird sich dann auf euch richten und mit einem unguten Gefühl, ihr dürft mal eine Selbstbeherrschungsprobe erschwert um 7 würfeln, könnt ihr dann an dem anderen Schiff anlegen. Die haben kein Beiboot ausgebracht. Die warten, dass ihr zu ihnen kommt. Wir hatten uns ausgemacht, dass wir überhaupt nicht losfahren, wenn die Kelso kommen. Wir hatten uns ausgemacht, dass wir allerhöchstens bis zur Hälfte fahren. Ach, ihr wollt nur bis zur Hälfte fahren? Ja, wir wollten gar nicht losfahren. Dann wollten wir warten unten im Wasser bei unserer Dämonenarche, bis sie auch ein Beiboot runterlassen, dann losfahren und uns auf der Mitte mit denen treffen. Das war der Plan. War der Plan. Okay. Hat mir auch gesagt. Ja, stimmt, habt ihr recht. Dann wartet ihr auf der Mitte, es passiert erstmal nichts. Ja, dann stehen wir hier. Ich stelle mich auf, wedel mit dem Hut. Hey! Go!
kommt jemand! Setz dich hin, Jana, du gibst nur ein gutes Ziel ab. In Preios Namen, jetzt rudert endlich raus und sprecht mit uns!